Du hast Probleme, wie du im Training einen guten Pump bekommst. Ich habe 3 Tipps für dich, wie du ohne Supplemente deinen Pump im Training verbessern kannst. Nummer 1 ist der Wasserhaushalt. Wasser hat so mehr oder weniger den wichtigsten Anteil auf dem Pump. Die meisten trinken zu wenig, daher empfehle ich 2,5 bis 4 Liter am Tag zu trinken. Und von vielen höre ich, dass die morgens einen schlechteren Pump haben als abends. Das liegt nicht am Essen, sondern am Wasser. Da ist es wichtig, vorm Training, während des Trainings und nach dem Training viel zu trinken. Nummer 2 ist der Natriumhaushalt. Natrium hat ebenso einen hohen Einfluss auf die Wasserregulierung und Natrium befördert die Nährstoffe in die Muskulatur. Das heißt, wenn du dich natriumarm ernährst, bist du flach und hast keinen Druck in der Muskulatur. Darum empfehle ich dir, zu jeder Mahlzeit etwas Salz hinzuzufügen und im besten Fall noch vor und während und nach dem Training Salz extra durch zum Beispiel so kleine Tütchen in dein Pre-Workout, Intra-Workout und Post-Workout zu integrieren. Und Nummer 3, der Schlaf. Bist du nicht richtig regeneriert, kriegst du keinen guten Pump im Training, kannst nicht gut trainieren. Daher achte auf eine gute Schlafqualität, priorisiere deinen Schlaf und dann wird dein Pump im Training besser.